Liebe Freunde, besonders der Hunde, aber natürlich auch der Menschen. Wir können Viren nicht alle erschießen, Frieden schaffen. Besiegen klappt nicht. Wir müssen die Umwelt verändern und unser Immunsystem und das der Hunde stärken, so damit es auf das nächste Virus vorbereitet ist, weil das kommt bestimmt. Und das wird eventuell noch etwas virulenter sein als das jetzige. Was hilft? Gute Laune. Das ist kein Witz. Singen. Das ist nachgewiesen, dass die gute Laune, die gute mentale Verfassung, in die wir uns auch rein programmieren können, eine positive Wirkung hat auf das Immunsystem. Natürlich genau umgekehrt. Stress, Angst ist kontraproduktiv. Ein Witz daneben, nicht um das Klopapier kloppen, auch wenn das noch so den Namen hat. Und Hamsterkäufe sind Unsinn, weil die Hamster sind schon lange ausverkauft. Was ernst ist, Medikamente reduzieren. Viele Menschen nehmen, oder manche nehmen Medikamente in der Form, wie sie letztendlich eine Entzündung vielleicht oder etwas unterdrücken, auf der anderen Seite aber Nebenwirkungen haben. Und das besonders kommt zur Sprache, wenn verschiedene Medikamente miteinander kombiniert werden. Die Nebenwirkungen sind manchmal ganz schön zu beachten und das kann auch Stress für das Immunsystem bedeuten. Das heißt, unter Absprache des Arztes oder eben dann später des Tierarztes mal überlegen, ob man diese große Dosierung überhaupt so weitermachen muss oder zeitweise eben reduzieren kann. Rauchen ist klar, Blödsinn, Alkohol auch, wenn man jetzt wirklich was gegen das Virus machen will, stark sein will, eine Abwehr, in dieser Zeit kein Alkohol, kein Rauchen. Das ist vielleicht ein Witz, dass ich das sagen muss, aber ich sehe draußen noch genug Leute, die also draußen an der frischen Luft sind, aber trotzdem rauchen, das ist natürlich Quatsch und das lassen wir jetzt sofort weg. Beim Handy, ich weiß nicht, welche Wirkung das hat, aber ich würde es trotzdem auch so wenig wie möglich, wenn überhaupt, dann eine Freisprecheinrichtung. Aber ihr müsst ja nicht dauernd telefonieren. Und auch beim Fernsehen. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, wenn man abends mal ein Buch liest oder einfach mal Ruhe da sitzt, ein bisschen meditiert oder zumindest mal die Augen schließt. Das hat gute Wirkung auf den Schlaf, erstens, und zweitens auf das Immunsystem. Also nicht die Nachrichten reinziehen bis nachts um 12, tausende von Katastrophenmeldungen, sondern das erzeugt Ängste und wiederum Stress für das Immunsystem. Wobei man natürlich informiert sein muss, aber das geht ja doch mit geringen Einheiten. Darmbakterien, das ist für mich eigentlich sehr wichtig, dass ich für das Immunsystem über die Darmflora mache. Ich habe hier ganz einfach so ein Produkt, das sind Darmbakterien, die sind halt so Lactobacillen und sowas. Natürlich in ein Gläschen, aber es ist jetzt meine Flasche. Das nehme ich zwischendurch, einfach ein paar Schlucke. Darauf stehe ich, dass die Darmbakterien letztendlich von innen für das Immunsystem sorgen. Ernährung, eigentlich komisch, dass ich das sagen muss, aber ich sage es jetzt natürlich. Apfelsinen sind da, wir kriegen alles im Supermarkt. Äpfel, jeden Tag ein, zwei Äpfel essen, dann Obst, frisches Obst und so weiter. Und das muss jetzt nicht aus Neuseeland stammen, sondern einfach heimisches Obst. Es ist eine alte Bauernweisheit, dass es natürlich gut ist für unser Immunsystem. Gemüse, möglichst frisches Gemüse, möglichst Biogemüse, viel. Und auch an die Rohfaser denken, für besonders das Darm- und das Dickdarmsystem, weil aus dem Dickdarm die hauptsächlichen Substanzen kommen für Abwehrfähigkeit des Körpers, die auch zum Beispiel über die Schleimhäute und die Haut nach außen gebracht werden, sodass die Abwehrfähigkeit, die Lokalabwehrfähigkeit gegenüber Viren eben erhöht wird. Nicht abends essen. Viele Menschen essen abends, und zwar die Hauptmahlzeit, und das ist, sagen wir mal, Gift für den Körper, weil nachts kann der Körper nicht richtig verdauen. Das sind die Erholungszeiten der inneren Organe und auch des Immunsystems. Ihr merkt es wahrscheinlich, abends Bratkartoffeln mit Steak und Rotwein, und dann kannst du morgens zwei, drei Stunden mehr schlafen, hast trotzdem nicht den Effekt. Das heißt, jetzt mal Spaß daneben, möglichst abends nichts oder nur ganz wenig was Leichtes essen. Nicht später als 19 Uhr auf jeden Fall.
ja, die Bewegung. Eins wird immer vergessen. Ich weiß nicht, warum das Virologen sind, die im Fernsehen, in den Talkshows sich immer präsentieren, aber kein Mensch sagt was über die Faszien. Die Faszien, unsere ganzen Häute, die alle Verbindungen herstellen zwischen Nerven, Muskulatur, Hormonen, innere Organe, also alles praktisch im Körper miteinander verbinden, sind ein riesengroßes Sinnesorgan, was zur Regelung des Immunsystems und der Abwehrfähigkeit, die Geschmeidigkeit des Körpers, die Abwehrfähigkeit eben eine riesengroße Bedeutung hat. Und dafür können wir doch ohne einen Cent auszugeben so viel tun. Bewegen, laufen, spazieren gehen. Es ist ganz merkwürdig, das Wetter ist schön, man darf es mit seinem Hund rausgehen. Ich habe gestern im herrlichsten Wald bei wunderbarstem Wetter, habe ich einen einzigen Hundebesitzer gesehen. Das kann doch nicht sein. Man bleibt in der Wohnung sitzen und die Leute, auch die keinen Hund haben, warum geht ihr nicht raus und präsentiert euch dem Licht und der Luft und genießt das Leben und macht Atemübungen dabei. Bewegung also fördert die Muskulatur und die Faszientätigkeit und diese wiederum schütten dann Hormone aus, die gut für unser Immunsystem sind. Was ganz einfach, noch einfacher ist, ist abends eine Viertelstunde Faszien-Yoga. Kostet auch nichts, könnt ihr auf YouTube eingeben, Faszien-Yoga, da macht so eine junge, schöne Dame, macht euch was vor, was man machen kann. Das ist überhaupt nicht anstrengend. Ich mache das jetzt zum Beispiel, also ohne, ich habe mir das angeschaut, aber ich mache das jeden Abend eine Viertelstunde mindestens, ein bisschen Gymnastik und Kraftübung. Und das ist ja kein großer Aufwand, das ist aber immens wichtig für meine Psyche, für meinen Körper und natürlich für die Abwehrzellen. Auch Pilates zum Beispiel. Wichtig ist, dass man jetzt nicht einen 40 Kilometer Langlauf macht, also kein Marathon laufen, wenn man es nicht gewohnt ist. Also nicht Sport, nicht plötzlich viel laufen, ohne vorher trainiert zu sein und vor allen Dingen jetzt ohne genug Vitamine und Antioxidantien im Körper zu haben, sondern moderate Bewegung. Also nicht auch zum Beispiel im Fitnessstudio dieses Wahnsinnsrad und man ist es gar nicht gewohnt, sondern nur Sport machen, den man gewohnt ist. Und auf der anderen Seite peinlich darauf achten, dass man auch genug Vitamine aufnimmt, weil Sport erzeugt Radikale und die müssen natürlich entgiftet werden. Das geht halt mit Antioxidantien und Vitaminen. Also das, was geht, locker, leicht, aber auf jeden Fall aktiv sein. Nicht zu Hause auf dem Sofa rumlümmeln und meinen, der liebe Gott muss einen retten. So, bei Bewegung Atemübungen. Kann man auch zu Hause machen am geöffneten Fenster. Aber Atemübungen sind sehr wichtig für die Öffnung der Meridiane. Ganz einfach, kann man sich auch auf YouTube anschauen, was gut ist. Qigong oder Atemübungen einfach. Dabei tief durchatmen. Am besten ist im Wald, weil in der Waldluft sind Pinozyde. Das sind also Abwehrstoffe, die die Bäume auch für uns ausscheiden. Und die über die Atemluft bei verstärkter Atemtätigkeit in den Körper reinkommen. Und die aktivieren sehr stark unser Immunsystem, besonders die natürlichen Killerzellen. 4 Stunden Wald, haben japanische Forscher mal gesagt, 4 Stunden Wald erzeugen 40% natürliche Killerzellen mehr. Die natürlichen Killerzellen sind genau die, die wir brauchen gegen diese verfluchten, ich sag's jetzt nicht mehr. Pinozyde. So, wichtig sind die Vitalstoffe. Was können wir einnehmen? Ich würde da nicht zu viel machen, sondern besser das, was gut ist. Darmbakterien, schon mal klar. Dann Vitamin C und Kurkuma. Das sind die beiden Hilfsstoffe, die wirklich sehr schön für das Immunsystem sind. Da braucht man ja auch nicht so hohe Dosen nehmen. Allerdings, wenn wir das in richtig therapeutischer, also unterstützender Dosis geben, dann geht das eben schon auch mal auf die Magenschleimhaut. Also günstig wäre es, wenn es in liposomaler Form, das heißt so verkapselt, verarbeitet, dass in Flüssigkeit direkt über die Schleimhäute resorbiert wird. Dann braucht man wesentlich weniger und auf der anderen Seite geht das direkt zum Immunsystem und zu den Zellen. Haben wir natürlich für euch Vitamin D auch, das brauchen wir gar nicht liposomal, das sind E-Tropfen. Aber Vitamin D ist ein toller Stoff, weil es ein Immunregulator ist. Das unterdrückt nichts und es pusht auch nicht zu stark, sondern es findet genau den Mittelwert, den wir brauchen, gerade in Zusammenarbeit mit dem Licht, Vitamin D als Immunregulator.
damit jetzt nichts übertrieben wird, aber auf der anderen Seite deutlich gefördert wird. Dann Q10 ist ein Geheimmittel, aber wer jetzt wirklich ein bisschen Probleme hat oder was weiß ich, hat leicht Arthrose oder ein bisschen was mit den Faszien, für den ist das das Q10, Entschuldigung, ist natürlich ein, der Kuckuck ruft, aber ich schneide jetzt nicht raus, das ist ganz wichtig, der hat für uns eine Botschaft. Jawohl, draußen Vögel beobachten, die frische Luft genießen. Q10 ist ein tolles Enzym, was die Mitochondrien sehr stark verstärkt oder verbessert. Die Mitochondrien-Tätigkeit, Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen, die brauchen wir halt natürlich für alle Energieformen. Je mehr Energie du hast, desto besser funktioniert alles. Auch natürlich die Abwehrzellen, die weißen Blutkörperchen, Lymphozyten und so weiter und aber besonders die natürlichen Killerzellen mit ihren Überträgerstoffen. Q10, super, auch in Tropfenform, dass es direkt über die Schleimhaut geht, Art Geheimmittel, wenn ich ein bisschen mehr machen will. OPC, das gibt es als Tabletten, das ist antioxidativ wirksame Algentabletten mit Traubenkernextrakten, die wirken so, dass sie die Drehkraft der roten Blutkörperchen verstärken. Das habe ich x-mal im Dugelfeld-Mikroskop überprüfen können. Die verstärken die Drehkraft der roten Blutkörperchen. Dadurch gehen die roten Blutkörperchen überall in die Kapillaren rein und versorgen auch die entferntesten Gebiete, nämlich auch zum Beispiel das Knochenmark, wo die Immunzellen ja herkommen, mit Sauerstoff und Nährstoffen. Was fehlt noch? Nix. Mehr würde ich nicht machen, das ist schon allerhand. Homöopathie, manche möchten doch da vielleicht etwas auch prophylaktisch nehmen, mal für 2-3 Wochen in einer Zeit, wenn die anderen Leute alle niesen und man weiß nicht, was haben die jetzt, ist das Engystol ein ganz einfaches Mittel. Engystol mit Y von Firma Heel, kann man in der Apotheke frei kaufen, gibt es als Tabletten und als Tropfen. Als Mensch würde ich eher sagen, die Tropfen, aber da ist ein bisschen Alkohol dabei. Und für die Hunde, das mache ich ja später im nächsten Film, nehmen wir besser die Tabletten. Vertragen Alkohol nicht so gut. Habe ich dann tatsächlich bei den Vitalstoffen das Vitamin C vergessen? Nee, ne? Also ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn ich gefragt würde, was ich nehmen würde, wenn ich jetzt nur ein paar Euro hätte, und ich möchte aber was Gutes nehmen, dann würde ich das liposomale Vitamin C nehmen, weil Vitamin C ist in allen Abwehrvorgängen dominant beteiligt. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder gesund bin oder was ich habe. Was soll ich nehmen? Da gebe ich euch einen Tipp, die Analyse, die Dunkelfeldmikroskopie, die offenbart uns manche Geheimnisse. Die sagt uns, ob unsere Ernährung gut aufgestellt ist, ob der Darm funktioniert, ob das Immunsystem gut aufgestellt ist, ob das Blut vielleicht aber verunreinigt ist. Und wir müssen das dringend reinigen, damit es mehr Kraft hat. Das ist eben die Dunkelfeldanalyse, Vitalblutanalyse. Ihr wisst, dass ich auch Heilpraktiker für Menschen bin. Ich führe die sehr oft bei Menschen durch. Die schicken mir einfach die Probe her, bekommen so ein Testset, schicken mir die Probe her. Das kann ich das anschauen, das geht ganz schnell. Und wir haben sehr schnell die exakten Ergebnisse, was wir noch verbessern können. Ganz einfach, aber so viel Gehalt und Inhalt kann davon nur schwärmen. Wenn einer größere Probleme hat, gibt es, was weiß ich, ganz wenige, aber manche haben doch auch gesundheitliche Probleme. Da eignet sich eventuell sogar der Stuhlcheck. Das heißt, die Menschen schicken an das Labor, was wir in den an Stuhlprobe, und da kann man schon mal gucken, welche Bakterien fehlen oder ob vielleicht ganz andere Bakterien sich vermehrt haben, die das Immunsystem andauernd unter Stress setzen, E. coli hämolysieren oder was weiß ich. Also da kriegt man auch manche Hinweise, was noch zu tun ist. Dann das Wasser. Ja, ist vielleicht nicht so wichtig, aber ich würde schon schauen, dass ich jetzt nicht Wasser aus der Leitung trinke und auch nicht aus Plastikflaschen. Möglichst reines Wasser. Und wenn da jemand kennt, der eine Quelle hat oder so ein Wasserreinigungsgerät, dann natürlich sind wir gut befreundet und dann sollen die euch was abgeben. Hautmikrobiom. So, ich bin jetzt nicht der oberste Virologe der Nation, aber ich habe früher gelernt, wir hatten auch Fachvirologie, dass die Abwehrfähigkeit der Haut und der Schleimhaut das Wichtigste ist gegen Viren.
Und ich würde jetzt dauernd, na macht, ihr müsst natürlich machen, was euch empfohlen wird, was euch geraten wird, aber ich selber würde langfristig gucken, dass ich nicht dauernd Chemie an meine Finger und an die Haut rankommen lasse, sondern ich nehme da lieber Wasser und Seife maximal. Und wenn ich was an der Haut mache, auf keinen Fall chemische Shampoos oder chemische Desinfektionsmittel auf die Haut, sondern hier haben nur pflanzliche Substanzen, wenn überhaupt, etwas zu suchen. Da habe ich euch einen Tipp. Wir haben, steht da was für Hunde drauf? Nee, das ist einfach doch Tiershampoo. Wir haben das Pinus Wash. Das kann man für Menschen nehmen. Ich wasche mich damit seit Jahren. Es sind hier wieder auch Pinozöde, also pflanzliche Abwehrstoffe von der Kiefer drin. Keine waschaktiven Substanzen, die die Haut irgendwie im pH-Wert zerstören. Und das, da stehe ich drauf. Das ist klasse. Nämlich die Stoffe, die wir einatmen, die gesund sind fürs Immunsystem, die wirken natürlich auch irgendwie halt über die Haut. Pinus Wash. Wash, Hautmikrobiom. Ja, gut. Jetzt hat mich mal jemand angerufen, hat gesagt, so, wenn ich jetzt aber richtig doch vielleicht Probleme habe, ich weiß ja nicht, Grippe oder irgendein Virus, es gibt ja nun auch Erkrankungen, dann muss ich euch das einfach sagen, wir sind befreundet und es gibt eine Therapieform, die ist nicht so weit verbreitet, aber die macht einen Sinn. Man weiß absolut sicher, dass UV-Licht 375 Nanometer Zusammenhang mit Vitamin B2, Riboflavin. Da wird der UV-Laser wird halt über das Blut. Vorher wird eine Infusion mit Riboflavin, Vitamin B2. Das gibt es sicher bei einigen Ärzten, muss man halt gucken, wer das macht. Wenn es eng wird, aber warum soll man nicht auch zu solchen Sachen greifen? Licht, 375 Nanometer UV-Licht und vorher Riboflavin-Infusion. Und nachher noch einige Tage die Tabletten Vitamin B2. Das ist also eine anerkannte Therapie, auch gegen Virusinfektionen. So, und wenn es noch enger wird, dann, ich weiß natürlich nicht alles, aber ich bin immer für euch da, dann schreibt er mir eine E-Mail, man sagt mir, was los ist und ich gucke mal, ob ich jemanden kenne oder ob ich noch einen Rat für euch habe. Ich danke euch, viel Glück und Gesundheit und denkt an die Zukunft. Nur wenn wir selber stark sind und unsere disziplinierten Programme durchführen, haben wir eine Chance, auch die nächsten 100 Jahre gegenüber Viren zu bestehen und schön gesund sein und eben alt werden. Vielen Dank und tschüss.